kalibriert. Machen wir noch die Tür zu, Junge. Ja, ein bisschen besser. Ich muss es jetzt drehen. Anders geht's nicht. Ein bisschen gerader machen noch. So. Herzlich willkommen zu diesem etwas anderen Video. Ihr seht, ich habe andere Klamotten an. Ich habe einen anderen Hintergrund, der aber auch ziemlich unaufgeräumt ist. Darum sitze ich extra so da. Und ihr seht nur mein Setup hier ein bisschen. Ja, über was wollen wir reden? Über meinen YouTube-Kanal. Das ist scheiße, wenn man den Text vergisst. Was werden wir anderes machen? Ich habe in Kooperation meiner Schule einen YouTube-Kanal gegründet, den wo ich mit einem Freund leite. Grüße gehen raus an dich, Nico. Dieser Kanal, hoffe ich, wird sehr fame. Und ich hoffe es auch. Warum schaue ich immer die ganze Zeit dahin? Ja, das ist so mein Blickpunkt, wenn ich überlege. Wenn ich hier sitze und überlege, dann gucke ich immer meistens hier, weil das ist mein Setup. Ihr seht jetzt meinen Setup-Hintergrund, einfach so ein Windows-Wallpaper-Hintergrund. Nochmal zum Thema. Ich habe einen YouTube-Kanal gegründet mit einem Kumpel, Christian Technico. Der, wo von unserer Schule gesponsert wird, ist auch jedes Mal im Intro und steht auch in der Kanalbeschreibung drin. Also ist er ist sponsored. Ich könnte auch jetzt ein Werbevideo einblenden, was eigentlich nur Sinn machen würde, aber ich könnte es machen, weil LTS, also Luke's Time Studios, bezahlt mich dafür, dass ich das mache. Es ist halt einfach nur eine Company, die nie existiert hat und das nie auch existieren würde. Das ist einfach nur eine Crew von drei Dudes, die wo ein bisschen zusammenarbeiten. Vielleicht macht Purpose Max auch bald mit. Ich weiß es noch nicht. Es sind da drei Dudes, Leon, Mike und ich. Leon kommt aus Österreich, Mike wohnt in... Nee, Leon wohnt in Österreich und in Deutschland. Mike wohnt in Österreich direkt in Wien. Drum bin ich sehr oft in Wien. Und ich. Der Dude, der meistens vor der Kamera hockt und die zwei Dudes sind meistens hinter der Kamera. Bei Reviews bin ich meistens hinter der Kamera. Bei Reviews kann ich nicht so gut. Und die kommen auch nicht auf meinen Kanal, sondern... Auf welchem Kanal kommen die? Auf vielen verschiedenen Kanälen, so Kleinkanälen, keine Ahnung, 200 Abonnenten oder so. Da werdet ihr meistens meinen Namen in der Videobeschreibung sehen, weil ich als Kameramann dort bin. Ich wurde auch schon mal zweimal eingeladen auf einen K-Event als Kameramann für einen Dude. Weil ich halt noch unter 18 bin, musste einer meiner Erziehungsberechtigten mit. Mein Dad mag auch Autos, er ist mitgegangen. Ja, da habe ich dann zum Beispiel auch mein erstes Mal einen Lamborghini gesehen. War sehr eine schöne Zeit. Mein Dad hat auch mit seinem iPhone noch ein Foto von mir gemacht, obwohl wir eine recht professionelle Kamera dabei hatten. Nee, weiter geht's zum Thema, was mache ich auf meinem YouTube-Kanal. Es werden Behind the Scenes vom Pfefferbeißer, so heißt der Kanal, kommen. Behind the Scenes Videos, wie wir da Filme drehen oder vielleicht auch bald Shorts, weiß ich nicht. Die Pfefferbeißer Short News kommen vielleicht auch als Hochkantformat, als Short, weiß ich noch nicht so. Muss ich noch alles überlegen. Außerdem kommen auf diesem Kanal hier, also auf Luke's Time, wer noch nicht wusste, dass der so heißt, habt ihr auch gar nicht drauf geklickt. Was mache ich die ganze Zeit? Werden bald Kurzfilme entstehen. In Zusammenarbeit mit meiner Schule, weil da haben wir den meisten Platz. Sagen wir so, ich bin meistens weg, um Sachen zu drehen, wenn ich in der Schule bin, weil wir haben lange Zeit, mal donnerstags, weil wir haben keine Nachmittagsschule mehr donnerstags und das ist sehr praktisch, dass wir mal donnerstags nachmittags einfach mal ein paar Stunden irgendwas drehen, wo mies Spaß macht. Ich sag's wie es macht mies Spaß, irgendwie einen Vlog zu drehen oder sowas. Apropos Vlog, das ist insane. Ich bin bald in Frankreich. Das war der mieseste Übergang, aber es ist geil. Nämlich, ich bin in Österreich. What the fuck, was laber ich hier? Ich bin in Frankreich für eine Woche.
Französisch-Austausch, falls ihr das nicht kennt. Ja, ich bin in meiner Schule im Französischkurs. Ich lerne Französisch. Würde man mir nicht vermuten, weil ich nie schlechte Noten habe? Ich hatte in Französisch eine 3. Ich hatte in Physik eine 5. Das schneide ich sowas von raus, Alter. Das kann ich nicht bringen. Würde man nicht vermuten, würde man nicht denken, weil ich ziemlich, also nicht so gute Noten habe, dass ich in Französisch noch bin, wenn ich andere Fächer schon verkacke? Ja, bin ich, weil ich liebe Sprachen. Zweitens, es macht mir mies Spaß. Und drittens, ich freue mich auch auf Ausflüge. Und viertens, es macht mir mies Bock, mit irgendeinem französischen Du zu reden. Ich habe 3 französische Freunde, also so halb französisch. Die Mutter kommt aus Frankreich, bei allen dreien, ich weiß nicht warum. Und mit diesen 3 Dudes, mit diesen 3, so würde es das Mike zeigen, so. Mit diesen 3 Dudes rede ich gefühlt den halben Tag auf so deutsch-französisch gemischt, weil ganz doll französisch flüssig kann ich nicht. Noch nicht, hoffe ich. Es ist insane. Es ist insane. Also es ist geil. Vorfreude, behind the scenes vom Dreh, weil der Vlog ist eigentlich so. Oh, Digga. Mein Rücken tut mies weh. Behind the scenes vom Dreh werden meistens mit einem zweiteiligen Film. Oder? Tja, es geht einfach mal Licht aus, Batterie leer. Ja, ich bin auch die ganze Zeit auf volle Pulle, Alter, kein Wunder. Egal, ich mache das ohne Licht weiter. Ich habe ja noch mal ein schönes Deckenlicht, ne? Digga. Das ist das höchst professionellste Video, wenn einfach mein Licht ausgeht währenddessen. Oder es ist heiß geworden, nö, es ist kalt. Es liegt doch am Akku. Warum ist jetzt meine Kamera schon wieder so schräg? So, es werden miesgeile Videos kommen. Es werden Vlogs kommen von französischem Austausch, die ich schneide auf dem Handy. Vielleicht. Ich muss noch gucken, wie ich das mache, dass ich auf dem PC schneiden kann, weil ich nehme meinen Schul-PC mit. Ich habe einen eigenen Laptop von der Schule bekommen. Das, wo ein Gaming-Laptop ist. Von der Schule. Aber ich kann keine Games drauf installieren, weil ich brauche so ein Admin-Dingsbums. Ja. Nee. Es werden miesgeile Vlogs kommen, es werden miesgeile kurze Short-Filme kommen, also so Kurzfilme, wie zum Beispiel so richtig coole Einblendungen in den Vlogs, zum Beispiel so eine Drehdingsbums von irgendeiner coolen Location oder so, oder mal so coole Instagram-Fotos. Könnt ihr hier vorbeischauen. Instagram.com/LuxTimeYT_official. Warum habe ich das eigentlich unterstrich official genannt? Ich weiß nicht warum. Es ist ein mies der lange Name. Man kann ihn sich nicht merken. Ich habe mich official genannt, weil es schon LuxTime gab, der wo nur LuxTime hieß. Aber ich bin der real LuxTime. Ich heiße Lukas. Mein Spitzname ist Luke, also LuxTime. Und wenn man das im Englischen spricht, ist es LuxTime. Lux Zeit. Es ist jetzt meine Zeit, Wallabina. Küsse an dich, Bart. Es ist chillig, was ich auf meinem Kanal alles mache. Ich weiß nicht, bei wie vielen Minuten ich bin. Ich sehe mich die ganze Zeit nicht. Ich filme mit der Außenkamera, weil die halt in HD Plus filmt. Und meine LEDs laufen die ganze Zeit. Stromrechnung, lass grüßen. Nö. Wir labern nicht lange um heißen Brei rum. Machen wir nicht. Drum würde ich jetzt euch bitten, schaut mal unten in der Videobeschreibung vorbei. Schaut bei dem Schulkanal Pfefferbeißer vorbei. Wenn ihr schon da unten seid, lasst ein Like und ein Abo da und dann tschüss.